Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Bookbewohner bei Hearts of Iron 4 mit Japan hier im Rollenspiel am 21. März 1940. Wir sind mitten in der Vorbereitung für unseren Expansions- und Angriffskrieg auf die südliche Ressourcenzone hier von Britisch-Malaya, Niederländisch-Indien und Französisch-Indochina mit zukünftig bald einer Unterstützung durch Siam. Wir werden da ein Bündnis anstreben im Fokusbereich. Ja, und dann haben wir beim letzten Mal festgestellt, dass sich das sogenannte freie Indien erhoben hat gegen die Oppressoren, gegen die Unterdrücker von Britisch-Indien, also gegen die Kolonialherren. In einem Bürgerkrieg sind sie hier aufgestanden im Süden und Osten des Landes, haben weite Teile des Landes für sich erobert bzw. für sich als Eigentum erklärt. Und jetzt kommt natürlich wahrscheinlich gleich die Gegenoffensive und ich habe mir tatsächlich überlegt, jetzt hier das Maximum an Truppen bereitzustellen für eine freiwilligen Armee, die wir hier entsenden. Und zwar werde ich die nochmal kurz benennen schon mal. Freiwilligen Korps Freies Indien. Sehr schön, das sind 12 Einheiten. Unsere letzte gemischte Panzereinheit ist dabei. 5 von den etwas kleineren Infanterieeinheiten und einige der Ergänzungsinfanterieeinheiten, um hier die Ränge zu füllen. Denn ihr seht schon, 4 Divisionen beim freien Indien, das ist ein bisschen schmal. Das wird definitiv nicht reichen, um die Stellung zu halten. Die brauchen unsere Unterstützung und unsere Unterstützung müssen sie auch bekommen, weil es handelt sich bei freies Indien um einen faschistischen Staat. Sie gehören auch direkt den Achsenmächten an, sind also direkt auch im Krieg mit den Alliierten unter dem Anführer Subhas Chandra Bose oder so ähnlich, der der Armee unbeugsame Hartnäckigkeit verspricht und ihnen damit mehr Moral gibt. Naja, das wird jetzt den Unterschied wahrscheinlich nicht machen. Aber wir könnten den Unterschied machen und deswegen werden wir Freiwillige entsenden. Ach, das haben wir schon gemacht. Ah, okay. Okay, dann hoffe ich, dass er meine zuletzt hinzugefügte Einheit auch noch mit auf den Weg schickt. Denn ich hatte ja hier eine mandschukische Einheit ausgewählt und die wird wahrscheinlich nicht versendet werden können, weil sie nicht direkt japanisch ist. Naja, mal gucken. Warten wir mal ab, was jetzt hier möglich ist oder passiert. Wann sie antworten. Also, ja, das freie Indien wird Freiwilligen gestatten, in ihrem Krieg zu kämpfen. Ja, leider haben sie jetzt aber die eine Truppe nicht mit ausgewählt. Aber die kann ich ja noch nachsenden. Oder auch nicht, weil wir auf einmal doch nur noch ein Limit von 11 haben. Wie kommt das denn? Komisch, eben war das Limit bei 12, jetzt ist es bei 11. Das ist sehr verwirrend. Und der Anführer, der muss aufgehoben werden. Jetzt kann das wieder... Ja, dann kann die Einheit wieder zurückkehren hierhin. Schade. Sind es eben nur 11, muss es eben genügen. So, wie sieht es beim Freiwilligen Korps Mexiko aus? Ah, hier, Freies Indien hat hier eine Division abgespalten. Das heißt also, und hier drüben auch. Das heißt also, die sind abtrünnig geworden und damit steigen unsere Chancen, hier den Gegner zu besiegen, eventuell an, wenn wir denn mal irgendwann unterstützen würden. Und das werden wir jetzt nämlich mal tun hier. In der Hoffnung, dass die schnell hier reinkommen, weil die sind natürlich unterlegen aktuell. Aber das werden wir auf jeden Fall machen, denn dann können wir hier San Salvador auch schnellstens aus dem Krieg rausnehmen. Sehr gut. Ja, in Mittelamerika sieht es ganz gut aus. Was macht Europa? Oh ja, jetzt auch hier ein harter Angriff auf unsere Stellungen. Aber die Taktik wurde wenigstens gekontert. Mal sehen, ob das genügt. Hier können sich die Truppen jetzt ein bisschen erholen. Und hier in diesem besetzten jugoslawischen Raum bleiben die Briten relativ eingeschränkt durch die ganzen Truppen, die drumherum stehen. Auch hier drüben bei Nizza wird sich wahrscheinlich erstmal nichts tun. Interessant wird jetzt hier die Schweiz. Die haben bereits eine nördliche Alpenprovinz verloren.
die Befestigung wurde beschädigt und ja, der Vormarsch wurde jetzt direkt gestoppt. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das ist auf jeden Fall gut. Mal schauen, wie es dann hier oben in Holland aussieht und in Belgien. Da haben sie jetzt ja auch einige Provinzen schon erobern können. Mal sehen, ob das dort auch erfolgreich weitergeht. Nachdem Dänemark noch nicht mal erobert werden konnte, warten wir es mal ab. Ja, und jetzt ist eigentlich nur noch die Zeit gefragt, bis die 11 Divisionen am 5. April ankommen werden. Schauen wir uns mal so lange an. Die Verteidigung hier wird kritisch eventuell. Durch schwache rumänische Truppen hier, die hier gar nichts auf die Kette kriegen. Also eine kleine Kavalleriebrigade, verzeiht, die wird natürlich hier nicht aushalten. Wenn ich aber hier rausziehe, dann ist diese Provinz verloren. Ganz definitiv. Und weil es eine Gebirgsprovinz ist, will ich auch die nicht kampflos abgeben. Wenn ich hier rausziehe, sind die hier auch im Gebirge nicht zu halten. Die Alpinen. Die Division hat nämlich wenig Stärke. Kann ich mir auch nicht erlauben. Messina muss gehalten werden. Neapel auch. Bei Rom. Falls die Alliierten nochmal auf dumme Invasionsgedanken kämen. Nee, da müssen wir überall bleiben. Das wird wichtig bleiben. Nee. So, der Angriff in Mexiko. Der läuft nicht so wunderbar schön. Unsere beiden Divisionen hier sind fast raus. Von dreien. Läuft nicht so gut. Ja, es fehlt die Unterstützung der beiden hier oben. Das Timing ist miserabel, muss man dazu sagen. Kann ich aber nicht ändern, ist wie es ist. So, wenn ihr so lange drinnen bleiben würdet, wie die anderen brauchen, das wäre perfekt. Ja, dass die hier noch schnellstens mit reinkommen, dann haben wir nämlich hier Möglichkeit, den Kampf möglicherweise doch zu gewinnen. Jetzt sind hier nur noch vier salvadorische Einheiten drin. Ich weiß nicht, wo der Rest auf einmal ist. Sind die hier rausgeschippert? Möglich wäre es. Ich weiß nicht, wo die genau hin sind. Möglicherweise ist das so. Ja, wir sehen jetzt hier die Einheiten von Britisch-Indien. Die rücken natürlich hier auf Patna vor, unter anderem in Richtung Kalkutta und Dhaka. Und sie rücken auch vor in Richtung Südwesten, Richtung Bombay und Hyderabad. Also das werden strategische Ziele sein, die wir auf jeden Fall halten müssen, damit unserem Freiwilligen Korps, bevor es in eine mögliche Gegenoffensive gehen kann, eventuell. Ui, 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 ui. Ja, die werden rausdroppen, das ist ziemlich schlecht. Aber dagegen kann ich jetzt leider nichts tun. Unsere Truppen hier sind leider nicht in der Lage, mehr zu tun. Das ist ziemlich frustrierend. So, bei den ganzen Kämpfen in den Alpen kommt uns natürlich jetzt zugute, dass unsere KI-32-Maschinen hier eine gute Bodenunterstützung leisten können. Und damit können wir hier schon fast Truppen im Osten abschneiden. Das ist natürlich gut. Naja. So, der Angriff hier sieht jetzt auch schon besser aus. Ne? Wobei, die Taktik wurde gekontert und hier droppt gleich die nächste Einheit raus. Ja, genau. Die sind jetzt hier schon platt, die beiden. Und auch die nächste ist schon bald angezählt. Also brauchen unbedingt Unterstützung, die wir jetzt aber auch bekommen von den Alliierten hier. Also von unseren Alliierten. So. Ich finde das schade, dass man hier nur diese kleinen Länderflaggen sieht und nie genau, wer dahinter steht. Kriegt man hier nicht angezeigt. Hier ist nur der Name der Einheit, aber man weiß gar nicht, zu welchem Land die dann genau gehören. Ich vermute mal, das ist El Salvador selbst. Aber leider weiß man es immer nicht genau und das finde ich sehr, sehr schade. Aber immerhin, wir rücken vor. Das ist hier schon mal gut. In Mittelamerika geht es gut voran. Hier droppt gleich die Kavallerie raus, aber noch ist es nicht so weit. Ja, aber die werden definitiv rausgehen. Und dann wird es für uns richtig haarig hier. Wenn die hier nicht rausgehen aus dem Kampf. Uah, das wird eine ganz üble Angelegenheit hier. Oh je. Mal sehen. Wie gesagt, wir können nichts machen. Es ist nicht in unserer Hand, ob wir dort halten können oder nicht. Keine Truppen sind verfügbar, um abgezogen zu werden rechtzeitig. Die Truppen hier, die könnte man eventuell abziehen.
Die hier weiß ich nicht, nicht unbedingt. Wir könnten hier oben mal bei dem Angriff hier helfen. Das mache ich jetzt mal. Im westlich von Turin. Und tatsächlich, diese Einheit hier wurde abgeschnitten im Osten in der Schweiz. Immerhin ein kleiner Mini-Erfolg. Und hier der Angriff, ja, der könnte gut gehen, aber die sind schon ganz schön platt hier, die Rumänen. Und die bekommen jetzt auch noch Verstärkung. Vielleicht klappt es auch nicht, ne? Hängt jetzt sehr davon ab, wie die Verstärkung kommt oder nicht kommt. Aber ich vermute, sie kommt zu rechtzeitig. Oder? Nee, doch. Ah, aber es wird knapp mit 7%. Aber wahrscheinlich wird es nicht mehr gehen. Wir haben jetzt eine britisch-malaiische, ist das? Weiß ich gar nicht. Vertrieben. Ja, aber die sind alle, gleich alle weg, die Einheiten hier. Das ist schlecht. Die haben auch eine gekonterte Taktik wieder. Immerhin droppt die nächste Einheit raus und die andere braucht zu lange. Da ist die Wahrscheinlichkeit mit 7% dann zu hoch. Nein, doch nicht. Es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Die Gebirgsprovinz konnte doch noch erobert werden. Also jetzt auch mal kleine Erfolge an dieser Front. Es ist alles nicht weltbewegend, auch vor allen Dingen nicht kriegsentscheidend, aber spannend. Hier flüchten deutsche Einheiten, aber andere rücken nach. Ja. Also ganz unerfolgreich ist das hier nicht. Wir haben tatsächlich hier gehalten mit der Einheit. Die dürfen sich jetzt erholen. Dafür ist jetzt hier noch ein weiterer Angriff. Aber auch der sollte eigentlich klappen. Wobei die schon wieder eine Einheit haben. Ich weiß gar nicht, was das für komische Einheiten sind. So Artillerieeinheiten eventuell. Merarchia Pesicu. Na gut. So, dafür wird jetzt hier angegriffen. Die sind wahrscheinlich weg, die Italiener. Das werden die bestimmt nicht schaffen zu verteidigen. So, ein Blick nach Mittelamerika erneut. Ja, schon wieder ist eine Einheit fast weg. Dafür können die aber jetzt nachrücken. Das sollten wir eigentlich schaffen. Trotz kanadischer Unterstützung dort. So, beim freien Indien hat sich noch nicht so viel getan, aber wir sehen tatsächlich vorrückende Truppen auf Bombay, wobei die hier jetzt stehen angeblich. So, 31. 1. April, es wird gespeichert, genau. Gucken wir mal, wann kamen die nochmal an, die Einheiten? Ich glaube am 4. April oder so, ne? Ja, am 5. 1 Uhr am 5. April, also in 5 Tagen. Nein, in 4 Tagen ist es soweit. Hoffen wir, dass Patna bis dahin wenigstens hält. Ansonsten müssen wir uns auf Kalkutta und Dhaka hier komplett zurückziehen. Das wird dann nicht ganz so angenehm. Aber ich denke, hier bei diesen größeren Flüssen, Bombay, Hyderabad, diese Linie sollten wir eigentlich halten können. Und dann auch Kalkutta, Dhaka. Das sollte eigentlich gehen. Und dann haben wir da ein gutes Gebiet, aus dem wir operieren können. Hier im Süden ist auch nochmal eine Einheit der freien Inder. Ja, mal schauen, mal schauen. Es bleibt spannend. Es bleibt nach wie vor super spannend. So, die müssten wir eigentlich abhalten. Lokalisierte Ausbildungszentren haben wir hier errichtet. Das ist ganz gut, dann können wir bald hoffentlich... Na gut, wir kriegen eine Option für eine Agentenrekrutierung. Keinen neuen Agentenplatz, ne? Das habe ich falsch gelesen. Was sollten wir jetzt als nächstes machen? Sollten wir überhaupt etwas machen? Oder schauen wir erstmal, dass wir hier unsere Infrastruktur hergestellt bekommen, wie wir das vorhatten. Ja, es ist einiges an Gegenspionage notwendig, aber die beiden sind gerade auf Mission. Dann würde ich sagen, wir gehen doch schon mal auf die nächste passive Verteidigungsstufe und geben da doch noch mal ein paar Zivilfabriken für aus. So. Okay, die stehen da oben. Die bewegen sich nicht, das ist gut. Dafür werden sie hier vielleicht gleich sogar eingekesselt. Oh ja. Viel Bewegung und die wollen jetzt aus Patna raus. Das ist natürlich schlecht, weil dann ist das Gebiet bald offen. Aber wir sind bald da. Hilfe naht. So. Die Verteidigung hier ist erneut im Gange. Wir sind nicht ganz auf volle Stärke wieder. Das wird jetzt schwierig hier, wenn die Unterstützung von der Seite noch bekommen. Ja, Italien, ihr müsstet uns jetzt langsam mal helfen. So, der Angriff hier ist auch immer noch nicht
vorbei. Also irgendwie kriegen die immer wieder Unterstützung. Wir schaffen es einfach nicht, hier konsistent zu gewinnen. Ja gut, logisch, weil natürlich hier von der Seite immer Verstärkung reinkommt. Nehme ich die schon mal raus, das hat ja keinen Zweck. Und ich werde die nochmal nach drüben führen und dann werden wir gleich mal hier einen Entlastungsangriff starten, wenn das noch möglich ist. Ah, die sind auch gleich schon raus, kannst du eigentlich auch schon vergessen. Nope. Nope, nope. Ihr dürftet jetzt gerne mal reinrücken hier und verstärken. Machen sie aber natürlich nicht. So, dafür sind unsere Divisionen im freien Indien da. Ach, wisst ihr was? Lass es sein. Der Angriff ist eh doomed. Ihr habt keine Chance. Hört auf damit. No chance in hell. So, Freiwilligenkorps Europa verteidigt jetzt an zwei Stellungen. Diese hier ist aber wahrscheinlich nicht zu halten. Oje, oje, oje. Das ist natürlich nicht schön. Was jetzt hier mit der Organisation der Einheiten ist? Haben die hier Verschleiß? Ja, tatsächlich. Haben die hier ihre Versorgung überdehnt? Oder woran liegt das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wo die jetzt hier ein Problem bekommen. So. Aber das ist ja für uns eigentlich eine sehr gute Sache. So, die indischen Freiwilligen brauchen jetzt erstmal hier so eine Symbolik. Nehmen wir mal hier diese Infanteriebär. Habe ich mir überlegt. So, hier unten sind sie jetzt angekommen in Madras. Die Panzereinheit schicke ich direkt zur Verteidigung nach Bombay. Genauso wie mindestens eine Infanterieeinheit. Eine normale. Dann schicken wir eine Infanterie, würde ich sagen, ins Gebirge hierhin. Die beiden Infanterieeinheiten, die schicken wir... Tja. Die schicken wir am besten getrennt los. Die einen Richtung Patna. Die nehmen sich hier noch zwei andere Einheiten mit. Das könnte jetzt schon knapp werden hier mit den ganzen Britisch-Indien-Truppen. Aber ich würde es gerne so versuchen. Und die Einheit schicke ich... Na, Kalkutta ist gar nicht so bedroht. Ich glaube, die Einheit schicke ich hier ins Gebirge schon mal rein. Wobei wir das ja gar nicht müssen, ne? Vielleicht hier in den Wald. Und diese beiden schicken wir hier in den Wald, dass wir das Zentrum hier ein bisschen schützen. Und dann schicken wir als Besatzer hier noch eine kleine Einheit hin. Und hier... Richtung Kalkutta vielleicht noch oder Dhaka, ich weiß es nicht. Hier noch hin, da noch hinten. Vielleicht auch in eins der Gebirge. Wo wir dann verteidigen können, ne? Machen wir das mal. So. Alle sind auf dem Weg mit strategischer Verlegung. Es geht hier um Geschwindigkeit. Mal schauen, ob wir da was leisten können in freien Indien. Ja, dieses Ding hier ist eigentlich nicht zu leisten, diese Verteidigung. Der Gegner ist zu stark. Natürlich auch wieder hier ein riesen Planungsbonus. Ja, das ist der Grund, warum ich ohne den Planungsbonus spiele, beziehungsweise warum ich den nicht gut finde. Der erlaubt jetzt hier schwachen griechischen Truppen aufgrund angeblich guter Planung hier unsere Truppen wegzuboxen, was natürlich im Gebirge eigentlich oder auch im Wald eigentlich völlig undenkbar ist bei den Truppenqualitäten, die wir haben. Aber so ist das eben im Spiel designt und das sorgt immer wieder für diese sehr wirren Kampfergebnisse, die wirklich wenig taktisch sind, sondern alleine halt so ein Freifahrtschein, Persilschein im Prinzip sind. Und das finde ich wirklich nicht gut gemacht. So, wir haben einige Truppen auch hier im Westen noch. Also die britisch-indischen Truppen sind zahlreicher, das haben wir uns ja schon fast gedacht. Und hier sind britisch-indische Truppen in Afrika. Okay... die sich jetzt hier rumschlagen dürfen. mit hohem Verschleiß. Alles klar. Naja, gut. So. Meine Güte. Die Welt im Krieg. Es ist wirklich so. Was hier abgeht, das ist echt nicht von schlechten Eltern. Ja,
dieses Gefecht hier, wie ich schon sagte, das ist nicht zu halten. Wir machen das Maximum, aber wir werden diese Provinz nicht halten können aufgrund mangelnder Unterstützung. Tja, hier würde ich jetzt angreifen oder hier an eurer Stelle, um die abzukappen. Aber irgendwie haben die Achsenmächte kein Interesse. Was sehr schade ist, weil hier könnten sie wirklich für eine vorzeitige Entscheidung sorgen, meiner Meinung nach. Stattdessen versuchen sie hier Grenoble anzugreifen oder so. Oder hier eben die Schweiz, wo die Verlustraten vermutlich unfassbar hoch sein werden. Aber kann man ja mal machen, ne? So, mit Panzern ins Gebirge angreifen werde ich sicherlich nicht machen. Aber ich habe Vertrauen, dass ich die Panzer jetzt hier nicht mehr brauche. Deswegen schicke ich sie nach hier drüben. Ja, machen wir das. Und dann werden wir versuchen, hier von Osten aufzuräumen, wenn uns das möglich ist. Ich glaube, das macht jetzt hier mehr Sinn. Okay, wir werden angegriffen, aber kriegen das wohl gehalten. Also hier im Osten sieht es gut aus, aber hier. Hier werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen unter hohen Verlusten. Gegen diese griechische Übermacht. So, die indischen Truppen stellen sich langsam auf. Oh, und es wird höchste Eisenbahn. Ich würde sogar vermuten, dass es so höchste Eisenbahn ist, dass wir nur bis hierhin marschieren können. Und bis hierhin. Und dann müssen wir gleich direkt Bombay angreifen. Leider. Sehr schade. Können wir nicht halten. Na gut, aber so ist es eben. Wir haben alles versucht. Mehr können wir auch nicht machen. Und wahrscheinlich wird Patna jetzt vorher auch erobert, oder? Naja, wir werden hier nicht weiter können. Das ist der falsche Weg. Es ist ein Weg, der nicht leicht ist und vor allen Dingen nicht machbar ist. Da müssen wir hier lang. So, hier wird jetzt angegriffen. Hier stellen wir uns schon mal auf. Das ist gut. Dann lasst uns mal mit denen hier hin marschieren. Mit denen hier hin marschieren. Okay. Immerhin, Hyderabad ist schon mal eigentlich abgeriegelt. Ein Sikh-Regiment ist da unterwegs, okay. Bombay ist erobert. Das ist natürlich schlecht, aber wenn er jetzt nach oben geht, okay. Dann brauche ich hier keine Truppen verschwenden. Soll er halt machen. Wir erobern Bombay bald wieder zurück. Genau, nämlich jetzt. Gar keine Frage. Wir werden hier ins Gebirge uns bewegen, dem Gegner folgen. Die bewegen sich dahin. Der muss erstmal ein bisschen Organisation aufbauen. Und dann kann der auch nach Norden ziehen. Während wir jetzt hier in diese vorgeschobene Stellung nach Patna einrücken mit den vier Einheiten. Das ist auch gut. In Ordnung, in Ordnung. So, wie sieht es in Europa aus mit der Verteidigung? Ja, hier ist gleich vorbei. Das habe ich mir ja gedacht, dass das nicht reicht. Auch wenn die jetzt hier eigentlich benachteiligt sind. Aber sie können uns offenbar genug Schaden machen. Vor allen Dingen machen sie dem Gegner genug Schaden. Uns auch. Ja. Ah, schade. Dass sie das jetzt noch verlieren, das wäre jetzt echt extrem blöd. Aber es lässt sich wohl nicht vermeiden. Weil die Gebirgsjäger haben einfach zu viel Organisation jetzt übrig. Schade. Müssen wir aufgeben, die Stellung. Bitter. Aber nicht zu ändern. Ja, die kriegen hier offenbar riesigen Verschleiß. Das ist gut. Die werden jetzt hier aufgerollt. Offenbar ist die Versorgung irgendwie unterbrochen. Ich verstehe zwar nicht ganz, warum. Denn die haben hier zwei ordentliche Häfen, die sie halten. Aber ihr seht es ja hier. Die Briten und Franzosen sind hier völlig am Ende ihrer Kräfte. Da können wir also mit den Panzern gleich nochmal reinstoßen. So, hier habe ich noch die Einheit, die habe ich ganz übersehen. Die kann natürlich jetzt hier... wo kann die noch am besten hin? Vielleicht hier bei Anzio nochmal sicherheitshalber einen weiteren möglichen Hafen hier beschützen. Für den Fall der Fälle. Oder schicken wir die hier unten hin, wo es eh schon haarig ist. Ja, ich glaube, das ist wichtiger. Lass uns das mal lieber machen. Dass wir hier noch Tirana halten, solange es eben möglich ist. So, indische Freiwillige haben hier eine Verteidigung. Oh, mit ganz schwachen Einheiten greifen sie uns an. Das war natürlich, greifen unsere schwachen Einheiten an. Das war natürlich irgendwie dumm.
die da jetzt voll durchlaufen zu lassen, muss ich ehrlich sagen. Aber wir schaffen's. Es waren genug Einheiten. Der Angriff ist zunächst einmal abgewehrt auf Partner. Das ist doch gut. Denn, also, wenn wir natürlich aktiv in den Krieg eintreten gegen Britisch-Malaya, dann ist natürlich hier alles vorbei mit den freiwilligen Einheiten. Aber bis dahin können wir definitiv hier maximales Chaos stiften. Und das habe ich hier auch vor. Und deswegen gehe ich jetzt mit allen Einheiten, die ich hier noch übrig habe, auch direkt mal hier oben rein. Dass wir hier so schnell wie möglich solche Einheiten möglicherweise sogar einkesseln können. Das wäre extrem hilfreich. So, die rücken hier rein. Dann bleibt immer hier stehen. Und ihr rückt hier hin vor. Und ihr... rückt schon mal hier in die Ebene rein. Richtung Osten, ja, das kann man so machen. So. Ja, hier greifen sie uns jetzt an über den Fluss, das ist natürlich vergeblich. Aber dann, ja, haben sie die Einheit zwar eingekesselt, aber mit ein bisschen Glück kriege ich die hier schon mal entsetzt. Nein, hierhin und dahin bitte. So rum. Und du rückst bitte nur bis hierhin vor. Okay, das ist jetzt hier alles ganz schön komplex zu managen. Also der Spielfortschritt, der wird jetzt wahrscheinlich hier langsamer werden. Aber das muss so sein. Und ich würde ganz gerne... Ja, aber die brauchen mehr Organisation. Ich kann die hier jetzt nicht rausziehen. Ich würde ganz gerne hier das ganze Perimeter, so gut es geht, verteidigen mit den vier Einheiten. Sprich, eine kleine Einheit im Partner stehen lassen und eine größere Einheit irgendwie hier hinziehen. Oder zwei hier drin stehen lassen und zwei irgendwie hier hinziehen. Dass wir hier ein größeres Gebiet abdecken können. Unsere Truppen sind natürlich auch super langsam hier. So, kurzer Blick nach Europa. Da wird wieder angegriffen, das sollten wir aber halten können. Und die haben jetzt das hier erobert. Und wir halten aber dann die Stellung hier im Norden. Hoffentlich genügt das. Hoffentlich. Liebe Leute, die Panzer sind auch da. Allerdings mit jetzt ganz geringer Organisation natürlich. Da müssen wir gleich mal schauen, was wir hier machen können. Aber die Gegner werden schon zurückgeschlagen. Ich glaube, die... Das letzte Stündlein dieser Alliierten hat bald geschlagen. Das ist überraschend, aber eine positive Überraschung. Wie sieht's hier aus? Ja, na, die Deutschen rücken nicht wirklich viel vor. Haben jetzt aber Lüttich erobert. Haben sie das Gebiet hier wieder verloren in Flandern? Ich weiß es nicht. Aber immerhin, sie haben kleine Gebietsgewinne verzeichnet. Das ist für die Achsenmächte in meinem Spielstand offenbar schon viel. Das ist zwar verrückt irgendwie, aber gut. So, in Mexiko haben wir lange Zeit nicht geguckt. Dort waren ja alle Angriffe abgebrochen worden. Und bevor... Das sind Hügel und das sind Ebenen. Eigentlich müssten wir hier angreifen mit drei Einheiten, ne? Ja, eigentlich müsste man hier was probieren. Wird natürlich ein bisschen schwierig bei so vielen... Verteidigern mit so hohen Verschanzung 30%, das ist natürlich krass, ne? Nee. Knickit, das klappt so nicht. Muss man wieder abbrechen. Hallo? Kann ich jetzt erst, okay. Ja, hier wird wieder angegriffen, aber ohne Unterstützung von der Seite ist es natürlich echt käsig, was ihr hier macht. Wir ziehen jetzt einfach mal rein. Mal gucken, vielleicht tut sich ja doch noch was. So, Verteidigung hier läuft. Verteidigung hier läuft auch ziemlich gut. Die Panzer rücken vor, das heißt, sie können jetzt hinterm Fluss die Feinde hier oben aufhalten. Das ist schon mal gut und haben auch den Kontakt für die freien indischen Truppen hergestellt. Das ist auch gut. So. Die marschieren hier rein, deswegen werde ich nicht weiter marschieren. Da bleibe ich schön stehen. Die haben sich jetzt zurückgezogen. Naja, gut. Die wollen jetzt hier nach Osten, wollen hier vielleicht
Die bedrohen natürlich Kalkutta, das habe ich jetzt gar nicht im Blick gehabt. Da im Zentrum. Nee, dann tue ich dich jetzt mal ganz kurzfristig nach Kalkutta ablegen. In der Hoffnung, dass wir dort alles beschützen können. Ja, und mit den Einheiten hier habe ich schon vor, mit den schnellen Panzern hier möglichst viel vom West-Nordwesten zu erobern. Also Städte wie Ahmedabad wäre das nächste Ziel, wenn wir da irgendwie durchkämen. Mal gucken. Aber wir müssen möglichst viele Einkesselungsmöglichkeiten wahrnehmen, sobald sie sich hier irgendwie ergeben. Aber es sind schon viele Truppen, das muss man sagen. Hier greifen sie jetzt wieder an. Unsere halb verstärkten Einheiten in Patna. Also das ist wirklich schwer, da die Stellung zu halten. Aber wir probieren es. Wir geben dem Gegner zumindest Paroli. Mehr können wir auch nicht tun. Ja, marschieren wir ebenfalls mal hier in den Wald. Wenn der hier reinmarschiert, können wir ihm vielleicht sogar noch irgendwie einkesseln. Ja, das ist jetzt hier irgendwie blöd, dass der hier steht. Vielleicht sollte ich mit dem Panzer doch noch umschwenken in die Ebenen hier rein, denn da sind die schnell, um dann ihn hier hinten einzukesseln, wenn möglich. Genau, die Infanterie kann hier rein, das ist in Ordnung. Und ihr erstmal nur hier rein bewegen, genau. Tja, ist alles nicht so leicht. Ja genau, der bewegt sich hier in den Osten, aber Kalkutta wird nicht weiter angegriffen. Hier nochmal ein Angriffsversuch bei der Stadt. Aber auch dieser Versuch scheint nicht erfolgreich zu sein, sehr gut. Ja, die Panzer sind schon hier. Also das geht jetzt super schnell. Dann kriegen wir die nämlich eingekesselt und schon mal vernichtet. So viele Divisionen sind es gar nicht. Zählen wir mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ein Zwölftel. Ja gut, ein bisschen mehr. Hier drüben steht auch noch was. Aber das wäre schon eine signifikante Erfolgsmeldung hier. Würden wir diese Einheit abschneiden und besiegen können. Die Frage ist auch, müssen wir so Städte wie Bombay vor Invasionen der Briten schützen? Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht unbedingt, dass hier die Briten gerade sehr viel aus Europa wegschiffen können zum Beispiel. Ich glaube es wirklich nicht, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich unentschlossen, muss ich sagen. So, die Panzer sind noch nicht so weit, aber wir können jetzt mit draufhämmern hier. Das machen wir auf jeden Fall. Die sind hier am Verlieren und wir unterstützen das jetzt auch mit Panzern hier. Gerne doch, gerne doch. Ah, Chance zu verstärken liegt sogar durch die Initiative bei 12,5%. Oh, das ist gut. Ja, den Gegner kriegen wir locker hier weggeboxt. Das ist also der eine von den zwei Häfen, die jetzt hier verloren gehen. Also diese Truppen sind für die Alliierten verloren. Das wird einen ziemlich großen Unterschied machen, denn das sind hier locker 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 26 und 27 und 5. 32 feindliche alliierte Divisionen werden hier vernichtet. Das ist für den Gegner schon ein harter Schlag. Und ich glaube, das merkt man langsam auch an den anderen Frontlinien, dass doch ein bisschen die Schlagkräftigkeit der Alliierten jetzt verloren geht. Was für uns ja eine gute Sache ist, weil dadurch haben wir hier in Europa eine gewisse Entspannung erreicht in der Situation. Das ist schon mal nicht schlecht. So, hier scheint es aber wieder nicht zu reichen. Wir sind wieder zu schwach, beziehungsweise die Gegner helfen wieder an der falschen Front aus, wie es aussieht, anstatt uns hier mal zu helfen. Und dann eben nicht. Kämpft. Kämpft, kämpft, kämpft. Na gut. So, hier wird immer noch Patna angegriffen. Immerhin kriegen wir es gehalten, aber hier sind schon einige Truppen zusammengezogen worden. Das ist schon wirklich bedrohlich. Ja, Kalkutta wird jetzt hier nicht wirklich bedroht, ne? Ich glaube, ich ziehe die lieber hier hin und dann bewege ich die normal weiter.
Genau. So, die ziehen sich hier zurück. Das finde ich jetzt irgendwie nicht okay. Dass wir hier auch nichts einkesseln dürfen jetzt derzeit. Ja, die können wir danach angreifen. Die haben wir dann gleich eingekesselt. Das ist auch okay. Und dann können wir eigentlich hier vorrücken. Und mit der Einheit können wir dann gleich diese Einheit hier vernichten. Das wollte ich jetzt noch machen, genau. Da könnten wir eigentlich auch hier beim Fluss angreifen. Das ist nicht so tragisch. So, die sind nämlich eingekesselt und bald auch ohne Versorgung. Und dann dürfen wir hier problemlos gewinnen gegen die britisch-indische Division. Die auch versucht hier auszubrechen. Das werden wir natürlich verhindern. Sehr gut. Ah, die versuchen Verbindung wiederherzustellen, ne? Hier oben sehe ich das jetzt gerade erst. Ja, dann versucht das mal zu unterbinden. Aber ich fürchte, das gelingt nicht ganz. Das gelingt nicht wie geplant. Ist das eigentlich hier im Flussangriff, wenn ich hier rüber gehe? Ja, natürlich ist es das. Dann lasst es sein. So, wir haben das Dezimeterradar abgeschlossen. Da muss ich mal kurz meine Notizen nochmal rausholen. Ich habe ja meinen Technologieplan irgendwo ganz weit hinten, weil wir schon so viele Wochen dahinter sind. Moment, da. Dezimeterradar im schummrigen Licht. Kreuzerrumpf ist jetzt dran. Genau, der Kreuzerrumpf ist jetzt dran von 1940. Mit einer Riesenbeschleunigung wird er auf 34 Tage Forschungszeit reduziert. Das ist natürlich echt ziemlich heftig. So, die wollen hier rein. I don't think so. Ich werde euch hier aufhalten. Denn so langsam habe ich hier genug von eurer Dominanz. So, das ist schon mal gut. Die Einheit, die wird sich hier nicht halten können. Das ist wirklich wunderbar. So, hier sind wir gleich durchgebrochen. Das haben wir schon erwartet. Das kriegen wir verteidigt, wie es aussieht. Das ist auch okay. Ja, und hier, der Angriff will nicht wirklich gelingen, wie es aussieht. Der Gegner nach wie vor zu stark, kann sich jetzt hier auch verstärken. Ne, brech das mal ab. Das ist jetzt hier unnötige Verschwendung von Mensch und Material, die wir wirklich nicht brauchen. So, der Gegner ist vernichtet, sehr gut. So, Bombay ist immerhin gehalten worden, Hyderabad ist nicht in Gefahr, Kalkutta ist nicht in Gefahr. Das sieht schon alles ganz gut aus. Achso, der bewegt sich immer noch hierhin. Ah, da will ich lieber warten, bis wir ein bisschen Organisation, ich hätte schon bald gesagt Energie tanken. Aber Organisation ist das Wort, was ich suche. So, und dann werden wir hier mit zwei Einheiten rüber marschieren, um hier den Vormarsch der Gegner weiter aufzuhalten. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, Panzer marschieren. Du marschierst hierhin. Das ist jetzt aber nicht mehr notwendig. Kannst eigentlich hier hingehen und dann nachher über den Fluss drüber. So wie der Panzer auch. Der ist dann hier. Sieht ganz gut aus. So, das wird allerdings nichts. Den lassen wir mal ziehen und gehen hier in den Wald. So. Hier drüben. Oh, müssen wir nochmal gegen zwei Truppen verteidigen. Die sind anscheinend sehr kampfstark hier, diese komischen Artillerieeinheiten. Logisch, die haben ja Artillerie dabei. Unsere Panzer sind schon im Gebiet von Dalmatien angekommen. Und Split zieht sich schon zurück hier, die Truppen. Also, das war's. Die Gegner sind schon down. Wollen wir jetzt hier die, was sind das, Holländer angreifen oder die Truppen hier? Ich glaube, wir greifen mal hier die Holländer mit an. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Albert van Helsingen. Ja, da habt ihr eure Heimat verlassen und müsst jetzt hier jämmerlich verrecken. Irgendwo im Nirgendwo. Der Küste, der am adriatischen Küste Jugoslawiens hier. Aber so ist es nun mal, wenn man sich verkalkuliert, dann gibt es hohe Verluste. Aber immerhin, das ist doch ganz gut. Ah, hier wird auch schon wieder angegriffen.
glaube, ich schicke jetzt hier tatsächlich die Truppe rein, wenn das überhaupt noch möglich ist. Denn die werden jetzt hier zerpflückt von allen Seiten. Gut, das hatte sich ja auch angedeutet. Schicken wir die mal rüber und die schicken wir hier rein. Vielleicht klappt das noch. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Naja, so, hier ist jetzt auch wirklich ausgedünnte Linie. Schon viele Hilfstruppen hier. Also ihr seht, der Feind kriegt Probleme. Na gut, in der Schweiz weniger, aber das war ja zu erwarten. Aber in Belgien und Holland, es geht voran, wenn auch langsam im Schneckentempo. Aber das liegt natürlich an den vielen verschiedenen Fronten hier. Gut. So, und in Indien sieht es für uns gar nicht mal schlecht aus. Wir können zumindest die Stellung erstmal halten. Das ist ja schon mal wichtig. Problem ist nur, wenn wir dann das Bündnis mit Siam bekommen, dann müssen wir eigentlich in den Krieg und dann sind unsere Truppen nicht mehr da. Und bis dahin müssen wir maximalen Erfolg erzielen. Also werden wir jetzt auch direkt hier in Richtung Ahmadabad ziehen. Alles Mögliche. Oder kriegen wir hier vielleicht sogar Einheiten großflächig eingekesselt. Das wäre natürlich hier ein Move, ne? Wenn wir die drei hier eventuell sogar gekesselt bekämen. Bin mir nicht sicher, ob das klappen wird. Aber wir können es probieren. Wir können jetzt erstmal hier angreifen, denke ich mal. Und dann hier nochmal angreifen. Ja, das ist okay. Ihr steht da. Hier greift ihr schon an mit Zweien. Das ist auch okay. Ja, das ist gut. Ihr stellt euch jetzt hier zur Verteidigung auf. Ihr könntet aber genauso gut das Gebirge hier einnehmen. Das ist eigentlich mindestens genauso gut. Ja, der Osten des Landes ist auch gesichert. Super. Schauen wir mal. Den Gegner kriegen wir auf jeden Fall besiegt. Das ist schon mal schön. Und Ahmadabad ist sogar frei, ne? Schade, dass wir nur eine Panzereinheit haben, die ich jetzt hier einsetzen muss. Sonst würde ich natürlich gerne... Aber wisst ihr was? Wir riskieren das mal. Wir schicken mal die Garnisonseinheit, die Ergänzungsinfanterie nach Ahmadabad. Wenn die das kampflos einnehmen könnten, wäre das natürlich super. Aha, und jetzt werden unsere Truppen hier aber von zwei Seiten in die Mangel genommen. Das wird schwer werden für sie. Aber egal, der Gegner wird daran gehindert, hier irgendwie in diese Gebiete zu kommen, wo unser Panzer mit doch sehr hoher Geschwindigkeit von fast 8 km/h hindurchrückt. Das ist eine gute Sache. Schauen wir mal, das will ich jetzt noch wissen, ob das hier funktioniert. Ah, hier ist natürlich schon wieder eine Einheit der Briten. Und zwar ist das, glaube ich, auch Britisch-Malaya, diese Flagge. Oder Australien? Nee, das kann es eigentlich nicht sein. Ich glaube, Britisch-Malaya ist das. Das ist blöd. Mit geringer Organisation gegen diese Einheit. Schade. Schade, das wird nichts. Und in Ahmadabad haben sie jetzt auch was hingestellt. Hm. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte hier den Kessel dicht machen. Das ist nicht geglückt. Dann machen wir jetzt hier erstmal dicht. Nicht, dass die uns hier hinten noch alles abschneiden. Die könnten uns auch mal helfen, aber wahrscheinlich tun sie das wieder nicht, wie ich mein Glück kenne. So, hier drüben haben wir ein Problem bei der Verteidigung, warum auch immer. Denn die Gegner sind ja hier total abgekämpft. Aber auch ohne Versorgung jeglicher Art. Also das ist eigentlich... Eigentlich sollte das doch hier leicht zu machen sein. Gegen diese schwachen Überreste der Gegner hier. Ja, der ist verloren, der Kampf wahrscheinlich. Hm, na, wenn die jetzt noch ankommen, vielleicht nicht. Aber ich fürchte, das reicht nicht zeitlich. Wir sind hier einfach total eingekesselt im Gebirge. Das sieht nicht gut aus. Nee, nee. Ja, und das hier kriegen wir nicht, oder? Na, ich meine, wir haben einen hohen Durchbruch. Also... Man soll ja niemals nie sagen. Aber es wird schwer. So, die sollten wir aber besiegt bekommen. Und die hier besiegen, das wird natürlich schwer. Aber schaffen wir vielleicht auch. Das wäre eine tolle Sache, wenn wir die hier auch weghauen würden. Ja, die britischen Hilfstruppen treffen allmählich ein, man sieht's schon. Naja, das wird aber wahrscheinlich jetzt nichts hier. Die haben volle Organisation. Ach Mann, wie ärgerlich. Und jetzt rücken die hier rein und wechseln sich mit denen aus. Das ist natürlich blöd. Wobei, das könnte ich ja verhindern mit einem Flussangriff. Na, schauen wir mal.
Lassen wir die erstmal hier stehen. Das wird natürlich auch nicht lange gut gehen, aber bis es das tut, ist eine Chance zum Kessel noch gegeben. Oh Leute, die Folge wird wieder viel zu lang. Es tut mir so leid, dass ich immer noch euch leider keine 6-Folgen-Staffel präsentieren kann. Aber dafür muss eines der anderen Let's Plays erstmal vorbei sein. Es ist ein bisschen grindy momentan. Es gefällt mir auch nicht, aber es ist, was es ist. Also grindy nicht dieses Spiel, sondern grindy dieser Ablauf von Staffeln. Wir sind immerhin, also es ist ja viel passiert in dieser Staffel, sind wir mal ganz ehrlich. Ein Bürgerkrieg in Indien. Sehr interessante Entwicklung in Europa hier. Also die Briten haben hier noch ein paar Resttruppen, aber nicht mehr viele. Das meiste ist jetzt schon besiegt. Eigentlich könnten wir den Angriff nochmal mit unterstützen. Dass wir die hier auch noch besiegt bekommen. Und dann machen wir gleich mal einen Schlussstrich unter die Staffel. Aber noch nicht ganz, sondern erst, wenn die hier besiegt wurden. Na los, liebe Leute. Was wird hier verteidigt? Nee, angegriffen. Uff, das sieht jetzt hier nicht mehr so gut aus. Dann bleibt mal stehen. Das hat keinen Zweck. Im Gebirge kommen wir nicht voran. Ja. Die werden auch nicht mehr lange halten. Ach Mann, wenn ihr euch mal beeilen würdet. 21 Stunden noch, dann kann ich hier genau reinziehen. Und die anderen Angriffe auch mal abbrechen. Na, mal gucken. Warum nicht offensiv werden dort, ne? So, die müsste ich doch gleich auch besiegt bekommen, oder? Ja, die haben auch keine Stärke mehr hier, das ist vorbei. Gewonnen, liebe Leute. Zumindest diese Landung konnten wir erfolgreich abwehren. Und das dürfte jetzt den Briten doch hohe Verluste zugefügt haben. Schauen wir uns das mal an. 2,77 Millionen gegen 2,42. Also wir sehen schon, Großbritannien und Frankreich müssen jetzt zunehmend federn lassen. Sind natürlich immer noch sehr, sehr stark. Aber ja, haben schon ordentliche Verluste bestritten. Ich gucke mal gerade. Niederländisch-Indien? Nein. Wo ist es denn hier? Britisch-Malaya hatte auch schon einige Opfer durch freies Indien. Also sind britisch-malayische Truppen tatsächlich da. Britisch-Indien, naja, 15.000, das war halt eine Division, ne? Das war noch nicht so viel. Aber ich glaube, da können wir mehr machen in der nächsten Staffel. Das war jetzt wieder eine extra lange Folge, aber ihr seht ja selbst, es ist möglich hier eventuell diese Truppen einzukesseln. Sie greifen jetzt sogar an nach Süden. Und auch hier leider, wir können jetzt hier nichts machen. Mist. Ich hätte mir gewünscht, dass wir jetzt wenigstens, aber nein. Wir kriegen sie immer noch nicht gekesselt, wie bitter. Die Einheit können wir jetzt hier reinschicken, aber das ist auch alles Hornberger Schießen mäßig, ob wir das machen oder nicht. Schade. Der Kessel wird wohl nicht laufen. Den Angriff müssen wir hier wahrscheinlich auch abbrechen. Der zieht sich immer noch zurück. Na gut, dann ist es eben so. Ich kann es nicht ändern. Die Situation ist, wie sie ist. Und sie lutscht. So, jetzt wird es hier nämlich auch schwierig, Partner zu halten, weil der Gegner natürlich auch 3 Tage braucht, bis er hier eintrifft. Aber ich könnte natürlich dann sagen, bloß für die Einheit rausziehen, die ist schneller da, würde ich sagen. Genau. Dann können wir wenigstens diese Provinz noch halten. Aber es wird nicht leicht. Vor allen Dingen, weil wir bald das Bündnis mit Siam anstreben und dann müssen wir das Kriegsziel fingieren. Und dann geht es ja steil Richtung Krieg. Dann können wir denen im freien Indien nicht mehr helfen. Das heißt, wir müssen bis dahin irgendwie Divisionen vernichten. Es bleibt uns nichts anderes übrig, sonst ist das freie Indien zur Niederlage verdammt. Die werden das alleine niemals halten hier gegen diese Übermacht. Mal gucken, was wir da erreichen können. Wir werden es sehen in der nächsten Folge und in der nächsten Staffel, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und war wieder unterhaltsam. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf dem Kanal gekommen seid, dann abonniert den natürlich sehr gerne. Und schaut euch gerne auch mal meine Seiten auf Patreon oder Steady an. In Zukunft werde ich auch noch die YouTube-Kanalmitgliedschaft freischalten. Und dann habt ihr da 3 Optionen, wo ihr mich finanziell dauerhaft unterstützen könnt. Das wäre eine super tolle Sache, wenn ihr euch das zumindest mal anschauen könntet. Vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.